Hallo, guten Morgen alle. Könnt uns denn hören? Wenn uns hören könnt und sehen könnt, schreibt bitte ein Plus einfach mal im Chat. Ah ja, cool. Marcel, schöne Grüße in die Schweiz. Und voll gut. Also ich glaube nicht, was wir alles hier in der letzten halben Stunde erlebt haben. Ich glaube, ich bin um ein paar Haare grauer geworden, weil wir alle jetzt versucht haben, uns irgendwie zu reconnecten aus drei Standorten. Ich bin in München. Olle, du bist in wo? Berlin. Ich bin in Berlin. Auch. Was sagst du? Und Ben, du bist auch in Berlin. Ich bin auch in Berlin, ja, genau. Und Daniel, wo sitzt du gerade? In Salzburg, in Österreich. In Salzburg. Also vielleicht ist es ein Grenzenthema, das sie uns nicht durchlassen wollten. Man weiß es nicht. Aber wir sind da, wenn irgendwas mal passieren sollte und ihr merkt, eine von uns verschwindet plötzlich, was auch immer, bleibt bitte dran. Heute scheint die Leitung irgendwie überlastet zu sein. Aber ich sehe viele Plusse. Vielen, vielen Dank. Also es sieht auf jeden Fall, scheint jetzt zu funktionieren. Das freut uns natürlich auch sehr. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt alle was zum Trinken. Ich habe persönlich diesen eklig aussehenden Tee, der ist aber sehr lecker und gesund. Da ist Minze drin, Ingwer und sogar ein bisschen Pfeffer, damit es heute richtig pfeffrig wird. Und heute geht es ja darum, dass wir über das Thema Zukunft von Fitnessstudios sprechen, mit diesen drei wundervollen Menschen, auch wundervollen Freunden von uns. Und ich würde euch einmal bitten, euch vielleicht einmal kurz vorzustellen. Also wer seid ihr, was macht ihr in zwei Sätzen, damit alle Zuschauer einmal das besser einordnen können. Olle, magst du anfangen? Du bist bei mir ganz oben, also da kannst du ja auch gleich anfangen. Super, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Natalia. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Oliver Schluckert, 48 Jahre jung und sitze in Berlin. Bin hier bei der ASG Group quasi verantwortlich für alle digitalen Themen, für alles Digitale in den Studios, aber auch für die digitalen Fitnesslösungen außerhalb der Studios. Bin jetzt seit 2015 dabei und ja, bin sehr, sehr stolz, schon seit 25 Jahren in dieser Branche zu arbeiten, habe aber das Thema Digitalisierung quasi vor ein paar Jahren für mich neu entdeckt und glaube, dass das alles verändern wird. Sehr gut, Dankeschön. Ben, was mit dir? Ja, mein Name ist Benjamin Roth, bin Gründer und Geschäftsführer von Urban Sports Club. Wir haben 2012 mit Urban Sports Club in Deutschland gestartet und das war auch für mich dann ehrlich gesagt das Jahr und die Zeit, in der ich in die Fitnessbranche eingestiegen bin. Hatte vorher schon ein anderes Sport-Startup, das war damals noch mit Fokus auf Fußball und ja, bin natürlich jetzt auch sehr interessiert zu verfolgen, wie die Fitnessbranche sich im Wandel befindet. Nicht nur durch die Krise, das hat vorher natürlich schon angefangen, aber jetzt natürlich das Ganze nochmal beschleunigt. Dementsprechend wird es, glaube ich, spannend, sich heute darüber nochmal auszutauschen. Ja, ich glaube, sehr interessiert sind wir hier alle. Daniel, erzähl doch mal zwei Sätze, was machst du, wer bist du? Ja, auch herzlich willkommen von mir. Also ich bin originär auch kein Sportwissenschaftler, sondern ganz langweilig BWLer und VWLer. Habe dann ein paar Jahre Strategieberatung gemacht und mich dafür mit Krankenkassen beschäftigt und das war schon so der erste Schritt Richtung Gesundheitsmarkt und habe dann die letzten Jahre gemeinsam mit eGym, das wird wahrscheinlich in dem Dunstkreis dem einen oder anderen was sagen, ein Startup, das sich damit beschäftigt, wie Fitnessstudien für jeden funktionieren können, da global Marketing und Vertrieb geleitet. Und aus dem heraus ist dann der Wunsch entstanden, nicht nur die Produkte anzubieten, sondern das auch umzusetzen. Und so haben wir dann mit Maikai eine Art Digital Health Gym gegründet am Anfang 19, wo wir das eben umsetzen, sodass wirklich Fitness zukünftig, egal für alt oder jung, trainiert oder untrainiert, krank oder nicht krank, funktionieren kann. Und das machen wir hier mit drei Anlagen aktuell und hoffen, dass wir dann nach der Krise weitere Anlagen wieder eröffnen können. Sehr gut. Ich würde gleich gerne in die Diskussion starten, aber davor vielleicht noch ein kurzer Aufruf an euch, liebe Zuschauer. Wir möchten euch natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Also wenn ihr einfach mal zwei Sachen, wenn ihr einfach mal schreibt, aus welcher Stadt ihr gerade zugeschaltet seid im Chat, wäre super. Das wird uns auch so ein bisschen besseres Gefühl geben. Und zweitens, eine Sache müsst ihr wissen, ihr könnt hier Fragen stellen. Ne? Am einfachsten tun wir uns, wenn ihr die Fragen hier bei Ask a Question ganz unten stellt. Ihr könnt die Fragen auch upvoten, sodass wir wissen, welche Fragen wir quasi als erstes beantworten können. Grüße nach Zürich. Und wir werden dann diese Frage halt in die Diskussion einbinden oder halt eher am Ende auch beantworten, je nachdem, wie es gerade auch passt.
Wir sind gerade Geneva, Berlin, München, Holland sogar, Frankfurt, wieder München, Heilbronn, Augsburg, Cape Town, wow, cool, Sydney, unglaublich, Hamburg, also quer durch die Welt sind alle gestreut. Und dann wäre doch meine erste Frage, die wir sehen, wir wissen auch, dass in Deutschland die Fitnessstudios jetzt auch mal wiederum aufmachen. Was ist euer allererster Schritt in dieser Zeit? Was wird von eurer Seite jetzt als erstes gemacht? Daniel, magst du uns das verraten? Jetzt zur Wiedereröffnung, was gemacht wurde, oder zur Schließung? Nee, jetzt schon mal zur Wiedereröffnung. Ja, also bei uns ist es so, es ist rechtlich noch nicht ganz klar in Österreich, wann die Studios wieder öffnen dürfen. Aktuell wird der 29.05. kolportiert. Es gibt aber noch keine rechtliche Verordnung dazu. Aber nachdem die Zahlen sehr gut sind, planen wir aktuell eben mit Ende Mai. Und für uns bedeutet das ganz konkret einfach, sage ich mal, gewisse Sicherheitsrichtlinien umzusetzen, 2 Meter Abstand zwischen den Geräten, Terminbuchungsdruck für eine gewisse, sage ich mal, Maximalauslastung, speziellere Hygienevorschriften, Masken, Handschuhe für das Trainerteam, sage ich mal, so auf der Hygienesicherheitsseite der eine Faktor. Was für uns aber noch viel wichtiger ist, was die Krise gezeigt hat, dass sich das Fitnessmodell weiter transformieren muss, und da werden wir heute auch dazu sprechen. Das heißt, Komponenten wie Online und Outdoor sind jetzt auch in unserem Produktportfolio stärker verankert. Und hier haben wir einfach verschiedene Formate in den letzten Wochen etabliert und werden jetzt auch nach der Wiedereröffnung beibehalten, sodass wir unseren Kunden einfach einen größeren Mix an Angeboten und Dienstleistungen anbieten können. Das ist, sage ich mal, so nach außen hin und nach innen hin stehen für uns einfach auch Teamschulungsthemen an. Man wird jetzt unterschiedlich auf, sage ich mal, gewisse Kundenerwartungshaltung reagieren müssen. Da gibt es viel Unsicherheit, viel Angst. Das heißt, es müssen viele Sprechs geschrieben werden, wie reagiere ich im Verkauf auf gewisse Einwände oder Fragen. Das heißt, das ganze Team-Enabling für eine Mit- oder Post-Corona-Welt ist so das zweite Fokusthema aktuell gerade. Ja, du hast gerade ein super wichtiges Thema angerissen. Das ist ja auch unser Thema für heute, und zwar das Thema Online. Unsere kühne These ist ja, dass die Fitnessstudios viel mehr Richtung Content-Produzenten sich bewegen sollen und viel mehr Richtung Tech genauso. Olli, als wir letzte Woche gesprochen haben mit dir, hast du erzählt, dass ihr bei Cyberobics, das eben euer digitales Angebot mit Video on Demand, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ungefähr 1,2 Millionen neue Abonnenten dazugekommen habt. Erzähl doch mal, was ist denn alles bei euch im digitalen Bereich passiert in den letzten 2 Monaten? Ja, sehr gerne. Also die Zahl ist richtig. Leider sind es keine Abonnenten, sondern User. Und das ist ein großer Unterschied im digitalen Bereich. Also was wir getan haben tatsächlich ist, wir sind natürlich wie alle anderen auch getroffen worden von der Schließung der Studios. Wir haben fast 300 Studios geschlossen. Nachdem sie 1997 aufgemacht wurden und eigentlich 24 Stunden auf hatten, waren sie auch in 24 Stunden alle geschlossen für 8 Wochen. Das war schon ein neues Erlebnis für uns. Wir haben natürlich den großen Vorteil an der Stelle gehabt, dass wir seit 2016 die Cyberobics-App für den Home-Markt im Endeffekt gelauncht haben und glücklicherweise auch schon im Jahr 2019 begonnen haben, Livestreaming aufzusetzen, was wir dann im Januar 2020, also vor 3 Monaten, auch gelauncht haben. Und was wir getan haben, wir haben natürlich dieses Angebot genutzt, um allen unseren Mitgliedern im ersten Schritt mal die Cyberobics-App komplett for free zu schalten, haben unsere Live-Classes pro Woche von damals 34 auf 110 hochgezogen, machen das mittlerweile in 4 Sprachen, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, weil überall da sind wir auch mit unseren Studios, und haben dann aber eins getan, wir sind hergegangen und haben eigentlich alle Menschen eingeladen, eigentlich fast weltweit, Cyberobics for free zu nutzen. In Europa, also in 21 Ländern, sind wir auch mit einer App natürlich auf dem Markt, auf allen Devices, und in den restlichen Ländern haben wir es über unsere Web-App gemacht. Und so haben wir seitdem tatsächlich 1,2 Millionen neue Nutzer dazu bekommen. Bis zum 31.05. ist es noch kostenlos und dann wird es auch wieder kostenpflichtig. Und vielleicht bleibt ja der ein oder andere dabei, auch wenn die Studios wieder aufmachen, und werden von, sag ich mal, Usern und Testern dann halt auch zu Abonnenten. Aber das war im Endeffekt ein Riesen-Run, den wir erlebt haben. Was heißt für dich der eine oder andere? Wie viel Prozent Conversion Rates in die Zahlen Kunden erwarten? Kann ich dir überhaupt gar nichts zu sagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon darüber gesprochen. In 4 Wochen weiß ich mehr. Ich weiß es nicht. Also wir schalten ein schönes Angebot für diejenigen, die dabei bleiben wollen.
machen aber natürlich auch, üben da keinen Druck oder irgendwas aus oder machen irgendwelche Hard-Sales-Thematiken, weil es uns tatsächlich wichtig war, den Leuten unabhängig von der Zeit nach Corona eine Trainingsmöglichkeit zu Hause zu bieten. Und es war natürlich auch irgendwo die perfekte Testumgebung für Digital Fitness da draußen. Und ich glaube, da auch eher mal so ein bisschen idealistisch ranzugehen und zu sagen, Leute, bewegt euch einfach. Das ist erstmal unser Ansatz gewesen. Deshalb, wir schauen, wer dabei bleiben möchte. Wir werden da keinen bedrängen. Wir hoffen, dass es viele sind, glauben auch, dass es einige machen, haben tolles Feedback bekommen aus den Ländern und glauben, dass wir da grundsätzlich auch gerade mit dem Thema Livestreaming auf dem richtigen Weg sind. Weil eine weitere These von mir ist, dass auch Fitnessvideos, mit denen wir gestartet sind, in den letzten Wochen an Corona erkrankt sind. Und ich weiß nicht, wie viele Fitnessvideos und Fitnessvideoanbieter tatsächlich in den nächsten Jahren überleben werden, wenn man das Businessmodell auch da digital nicht ändert. Ja, das ist sehr spannend. Aber das Thema Digitalisierung kommt auch nochmal gleich ein bisschen detaillierter zu. Ben, ich hätte eine Frage an dich. Ihr seid ja grundsätzlich als Urban Sports Club extrem abhängig von physischen Kursen. Und ihr habt ja innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, das neue Streaming-Angebot machen können. Und zwar paid. Was waren denn eure Erfahrungen damit? Ja, erstmal ganz richtig. Wir sind natürlich erstmal im reinen Offline-Geschäft unterwegs gewesen, wenn man es so sieht. Das heißt, wir haben keinen Online-Content vorher angeboten, sondern über unsere Plattform angeboten, eben die 11.000 Studios, die wir bisher zusammengebracht haben, über eine Mitgliedschaft zu nutzen. Dementsprechend waren wir genauso wie die Studios im selben Boot, als Corona anfing, und mussten dann in der Kürze der Zeit eben sicherstellen, dass wir unseren Mitgliedern jetzt die Möglichkeit geben, neue Streaming-Formate zu nutzen. Wir haben uns eben dagegen entschieden, jetzt reinen Online-Content anzubieten, den viele auf YouTube auch einfach for free konsumieren, sondern zu sagen, okay, wir wollen weiterhin mit den Studios eng zusammenarbeiten, die enablen jetzt den Weg in das Digitale zu finden. Das war natürlich völlig neu, sowohl für die Studios wie auch für uns und wie tatsächlich auch für die allermeisten unserer Mitglieder, die dann angefangen haben, Livestreaming-Content zum ersten Mal auszuprobieren und zu nutzen. Und genau, wir hatten durch Italien so einen kleinen Vorsprung, wenn man jetzt auf Deutschland blickt. Das heißt, wir waren schon vorgewarnt, was da kommt. Und als in Italien die Studios dann geschlossen haben, haben wir in der Kürze der Zeit eben auch mit unserem Partnerunternehmen Fitogram dann das Livestreaming auf die Beine gestellt, sprich, dass die verschiedenen Livestreaming-Angebote der Studios unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen und die Mitglieder darüber eben Check-ins generieren, die sie dann auch vergütet bekommen. Was hattest du denn für Resonanz? Wie viele Leute oder wie viele Prozent eurer Mitglieder haben tatsächlich das Angebot genutzt, ungefähr? Ja, das war tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil, wie gesagt, wir hatten es vorher nicht angeboten und es war ja auch so was völlig Neues für alle drei Player, ja, also für uns, die Studios und die Mitglieder. Wir haben erstmal etwa 30% der Nutzer gesehen, die das Ganze ausprobiert haben. 30%? Genau, denn die allermeisten sind erstmal in die Pause gegangen. Ja, das heißt, die allermeisten sind als Reaktion auf die Schließung der Studios auf ein Angebot eingegangen, das wir angeboten haben, nämlich sofort die Mitgliedschaft zu pausieren. Das heißt, das haben über 50% gemacht. Und die haben erstmal ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass die Livestreaming-Angebote nicht von einem Tag auf den anderen zur Verfügung waren und auch nicht in dem Größenumfang, wie sie jetzt da sind. Ja, also wir haben mittlerweile, je nach Woche, ist da jetzt ein Feiertag dabei oder nicht, etwa 4.000 bis 6.000 Livestreaming-Classes in der Woche, aus denen die Nutzer jetzt wählen können. Und ich habe natürlich auch nicht mehr die Restriktion, dass ich jetzt irgendwie an die Anbieter meiner Stadt gebunden bin, sondern ich kann auch natürlich jetzt theoretisch dann im Kurs in Paris teilnehmen. So, und das hat auch ein bisschen gedauert. Das heißt, wir haben da dann nochmal 1-2 Wochen ins Land gehen lassen müssen, ja, bis tatsächlich auch alle Studios das Equipment haben, sich überlegt haben, wie soll mein Livestreaming eigentlich funktionieren, welchen Kurs biete ich an. Und dann hat sich auch die Anzahl der pausierenden Mitglieder eigentlich stabilisiert. Das heißt, wir haben nicht weitere Leute in die Pause gehen sehen, sondern haben dann gesehen, wie die Livestreaming-Nutzung dann tatsächlich auch hochgefahren ist. Da hätte ich mir vielleicht eine Frage stellen, Benjamin, habt ihr auch in dieser Zeit dann neue Abos geschrieben? Weil ich glaube, es ist ja inhaltlich, wenn jemand schon mal entschieden hat, Geld auszugeben und dann einfach quasi ein anderes Puzzleteil hingelegt wird, ist die Bereitschaft, das mal zu probieren, sicherlich höher als bei jemandem, der noch gar kein Kunde war. Habt ihr viele Neukunden auch in dieser Zeit generiert?
Wir haben Neukunden generiert, aber nicht viele. Also das muss man auf jeden Fall relativieren. Wir haben allerdings auch unser Marketing komplett runtergefahren, weil wir gesagt haben, die Live-Kurse sehen wir im ersten Schritt eigentlich als Kompensation für unsere existierenden Mitglieder. Also nicht zur Neukundengenerierung, sondern sicherstellen, dass die Mitglieder, die mit ihren Studios ja auch eine Beziehung aufgebaut haben, weiterhin nun die Möglichkeit haben, mit den gleichen Trainern in den gleichen Studios zu trainieren, die weiter fit zu halten und dran zu bleiben. Auch mit der Vielfalt, die sie von zumindest vorher gewohnt waren, ihnen einen Schritt entgegenzukommen. Neukundenakquise haben wir über Live-Classes tatsächlich bisher so gut wie gar nicht gemacht, im allerkleinsten Umfang. Und das liegt einfach auch daran, dass unsere Brand bisher nicht darauf positioniert war, jetzt Livestreaming anzubieten, sondern tatsächlich Besuche in den Studios. Und wir auch erstmal gesagt haben, voller Fokus wirklich auf unsere existierenden Mitglieder, denen eine Kompensation sozusagen auch anzubieten, dass sie nicht mehr in die Studios gehen können. Und dann einfach mal gucken, wie das Thema angenommen wird. Wenn wir von Neukunden sprechen, sprechen wir natürlich hier in erster Linie von B2C-Kunden. Wie war das denn eigentlich mit euren B2B-Kunden? Habt ihr auch neue Studios akquirieren können, die gesagt haben, bevor wir jetzt gar nichts machen und schließen, versuchen wir lieber über Livestreaming ein bisschen Umsatz reinzuholen? Vielleicht nochmal, also bei uns ist ja B2C und B2B, ist ja, B2C sind die privaten Mitglieder, B2B sind aus unserer Sicht erstmal die Mitglieder, die über Firmen kommen, ja, die den Sport ihrer Mitarbeiter unterstützen. Und da haben wir interessanterweise schon gesehen, dass viele Firmen gerade jetzt, wo sie wissen, okay, meine Mitarbeiter sind alle im Homeoffice, sicherstellen wollen, okay, die sollen auch weiterhin aktiv bleiben. Ja. Das heißt, im B2B-Geschäft gab es wesentlich weniger Unternehmen, die dann auch gesagt haben, so, wir pausieren jetzt das Angebot. Im Gegenteil, es gab sogar viele Unternehmen, die dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt, gerade jetzt irgendwie was tun und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter aktiv bleiben und die dann Verträge abgeschlossen haben, damit ihre Mitarbeiter jetzt an Live-Classes teilnehmen können. Was Partnerstudios angeht, und darauf war ja deine Frage gerade auch bezogen, also die ersten Wochen haben wir uns nicht damit beschäftigt und die meisten Partnerstudios auch nicht, jetzt möglichst viele neue Partner reinzuholen. Ja, die meisten Partner waren erstmal damit beschäftigt, Soforthilfen bei der KfW vielleicht zu beantragen, sich zu überlegen, wie sie jetzt mit der Krise umgehen, ihre Kosten runterzufahren, Kurzarbeit anzumelden. Das ist nicht der beste Moment, dann jetzt alle davon zu überzeugen, jetzt noch mit Urban Sports Club eine Partnerschaft einzugehen. Das hat sich mittlerweile schon ein bisschen gedreht. Das heißt, die Krise ist natürlich, nähern wir uns dem Ende, aber nach den ersten 2, 3 Wochen war es dann auch so, dass die ersten Partner wieder quasi die Sofortmaßnahmen hinter sich gelassen haben und dann auch wieder in Gespräche eingestiegen sind, zu gucken, ob jetzt eine Partnerschaft besonders Sinn macht, ob sie eben jetzt über Live-Classes, über uns zusätzliche Einnahmen generieren können. Aber das war natürlich auch ein Step-by-Step-Prozess. Ja. Aber vielleicht noch das, also Partnerakquise war für uns nicht vorrangig, sage ich mal, in dem Augenblick, sondern wirklich eher dafür zu sorgen, dass unser existierendes Netzwerk von diesen Live-Classes profitiert, sowohl auf Partner- als auch auf Mitgliederseite. Ja, sehr guter Punkt. Wir wissen natürlich auch, dass alle mit existenziellen Problemen kämpfen mussten. Jetzt lass uns doch mal nach vorne schauen, in die Zukunft schauen. Olli, was denkst du? Ich habe ja beides bei RSG Group. Ich habe ja physische Geschäfte mit McFit und weiteren Marken und ich habe natürlich das Online-Geschäft. Wie wird die Zukunft von Fitnesstraining aussehen? Sollen die Fitnessstudios jetzt langsam überlegen, dass die eigentlich schließen sollen, alles komplett auf Online umstellen? Geht es um Kombi-Angebote? Geht es darum, dass man neue Zielgruppen angeht? Was ist das große Bild für dich? Ja, also erst würde ich gerne, Benjamin, eine Sache zu dem, was du gerade gesagt hast, würde ich da so ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir am Ende der Krise sind, sondern wir sind in der Fitnessbranche noch ganz am Anfang der Krise. Weil natürlich machen wir jetzt unsere Studios wieder auf, das merken wir natürlich auch. Am Anfang, in den ersten Monaten, hat jeder gesagt, hey, wie können wir verhindern, dass unsere Mitglieder ihre Beiträge nicht zurückbuchen oder vielleicht auch kündigen. Uns bei der ISG ist das wirklich gut gelungen, klopfen auf Holz, also wir hatten weniger, also nicht gleich viele Kündigungen oder auch Rücklassschriften wie in 2019, also haben unsere Mitglieder haben uns echt die Stange gehalten, haben natürlich keine neuen Mitgliedschaften geschlossen, aber wir machen die Studios jetzt auf. Wir haben die ersten Studios natürlich angefangen, in Ungarn aufzumachen. Deutschland hat, da haben wir jetzt auch fast schon 150 Studios wieder geöffnet, aber wir merken natürlich, dass viel weniger Leute zum Training kommen, weil
da ist da draußen natürlich eine Angst da. Und wenn du dir anguckst, was die Virologen sagen, im Training in geschlossenen Räumen und so weiter, es wird noch lange dauern, bis wir wieder auf dem alten Level sind, wenn wir da überhaupt nochmal wieder hinkommen. Aber das ist natürlich genau, und jetzt kommt es zu der Frage, die du gerade gesagt hast, zum Thema digital. Wir bei der ASG, vielleicht hat der ein oder andere sich in den letzten Jahren gedacht, was machen die da, warum machen die eine Brand nach der nächsten? Wir haben mittlerweile 14 Marken bei uns in der ASG Group. Und das ist im Endeffekt genau das Ziel, dass wir einen 360-Grad-Ansatz umsetzen wollen. Das heißt, wir wollen die Leute da abholen, wo sie abgeholt werden müssen, um Sport zu treiben. Das ist unser Ziel, möglichst viele Leute zu bewegen. Und wir haben ursprünglich ja mit Lux, mit der ersten App in 2013 schon angefangen für unsere Mitglieder, aber Cyberobics eigentlich ins Leben gerufen, weil wir außerhalb der Fitnessstudios Menschen erreichen wollten. Und wir sehen das Thema Digitalisierung als die große Chance der Fitnessindustrie, nach vorne raus noch mehr Menschen zu erreichen und für Fitnesstraining zu begeistern. Und wenn ich, und dann bin ich auch schon zu Ende mit meinem kleinen Monolog, wenn ich in die Zukunft gucke, glaube ich, kommen drei Sachen zusammen, die die Art und Weise, wie wir Fitnesstraining machen, grundlegend verändern werden. Das ist einmal die On-Demand-Generation, die auf uns zuwächst. Also ich habe eine Tochter, die macht gerade Abitur. Das ist eine Generation, die wächst auf die Fitnessbranche zu und die sind natürlich voll digital aufgewachsen. Was auch passiert da draußen ist, dass fast jeder Haushalt Highspeed-Internet hat, auch in Deutschland. Auch diese, sag ich mal, das multimediale Aufrüsten der Wohnzimmer mit großen Screens, mit Audio und so weiter natürlich auch fortschreitet. Und das kombiniert mit dem entsprechenden Content und Fitnesslösung in dieses Ökosystem, werden die Menschen nach vorne raus mehr Fitnesstraining zu Hause machen. Und was bedeutet das für die Fitnessstudios? Fitnessstudios wird es immer geben, aber es ist die große Chance, im Endeffekt dafür zu sorgen, dass die Menschen mehr Fitnesstraining machen. Sie werden in die Fitnessstudios gehen und sie werden auch das kombinieren mit Fitnesstraining zu Hause. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt. Ich glaube, es sind einige Experten da in der Runde, wie häufig der durchschnittliche deutsche oder europäische Mitglied quasi pro Woche zum Training kommt. Ich habe da so eine Zahl von 1,2 Mal pro Woche im Kopf. Wir wissen alle, dass es viel zu wenig ist. Natürlich gibt es auch die kommen 7 Tage die Woche. Aber Digitalisierung schafft es quasi, oder kann es schaffen, dass die Leute diese 1,2 Mal pro Woche zum Training kommen und dann halt noch Training digital in ihr Leben integrieren. Und das ist für mich das große Stichwort dabei. Fitnesstraining kannst oder Trainingssport kannst du nur dann langfristig machen, wenn es Spaß macht, erschwinglich ist, jederzeit und überall verfügbar ist. Und dann kannst du es zu einem natürlichen Teil deines Lebens machen. Und wir als Industrie haben die Chance, genau mit Digitalisierung das zu schaffen. Ich kann nur zustimmen, ich glaube, es wird zum Schluss immer Studios geben und es wird immer eine Offline-Komponente geben. Und ich glaube, wir müssen jetzt die aktuelle Entwicklung als Industrie auch dahingehend nutzen, dass wir uns halt auch ganz neu positionieren. Also man sieht, der Gesundheit ist das größte Gut, das wir letztlich haben. So eine Krise verdeutlicht das einfach nochmal umso mehr. Und wahrscheinlich wird man nur mit einfach Trainingsvideos nicht die Probleme der Leute lösen. Und das zeigt ja auch, warum dann so schnell so viele pausieren oder Kündigungen kommen. Es gibt loyalere Mitglieder und auch manche, die es nicht sind. Und der Fitnessindustrie ist einfach in den letzten Jahren sehr schlecht gelungen, wirklich einen großen Massenmarkt anzusprechen. Man hat es zwar geschafft, der größte Sport zu sein, also in Deutschland sehen mehr Leute im Fitnessstudio als Fußball spielen und trotzdem als Österreicher, darf ich das sagen, spielen die Deutschen sehr gut Fußball und besiegen uns auch meistens. Aber insgesamt sind es sehr wenig. Ich meine, 1 von 10 ist einfach viel zu wenig, wenn man weiß, was der gesundheitliche Effekt davon ist. Und von diesen 10%, die drinnen, hört auch noch der größte Teil bereits nach 1 Jahr wieder auf, was uns einfach zeigt, dass wir es als Industrie nicht geschafft haben, ein Produkt zu bauen, das übergreifend für sehr viele attraktiv ist und dies auch noch dauerhaft durchziehen. Jetzt muss man überlegen, warum ist das so? Zum Schluss gibt es Dinge, die noch weniger Spaß machen oder auch keinen Spaß machen. Die machen wir täglich. Zähne putzen, Haare waschen und so weiter. Das macht auch keinen Bock und trotzdem tue ich es. Und Fitnesstraining ist de facto nichts anderes. Ich muss da tun, um gesund zu bleiben. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und wir als Industrie müssen uns überlegen, wie wir halt online nutzen können, um es eben passender ins Leben reinzukriegen, wie eben beispielsweise eine sinnvolle Kombination aus, ich gehe einmal dorthin, wo mein Trainer ist oder wo ich auch gegen Widerstand trainieren kann. Einmal mache ich es zu Hause, einmal mache ich es vielleicht draußen, sodass es halt dauerhaft durchgezogen werden kann. Aber es muss dahingehend gedacht werden, dass auch Nutzen entsteht. Also nur ein Sixpack-Apps-Video, davon gibt es sehr viele online. Die hat es auch schon in der Vergangenheit gegeben. Trotzdem haben nicht mehr Leute wirklich Sport gemacht. Das heißt, wenn alle Studios jetzt nur Inhalt produzieren, um des Inhalts willen, wird es, glaube ich, nicht das Grundproblem lösen.
Ich glaube, es ist uns allen klar, dass das Thema Immunsystem stärken, vor allem auch mit der Corona-Krise und das Thema gesünder werden und gesünderes Leben führen, gar nicht zur Diskussion steht. Die Frage ist, wie verändert sich gerade die Wertschöpfungskette? Also wo bleibt das Geld? Ist das Geld immer noch bei klassischen Fitnessstudios, die vielleicht ein bisschen das Geschäft ein bisschen verändern? Ist das Geld bei den Tausenden von Fitness-Apps und Online-Kursen? Also wer verdient am meisten an dieser Krise und an dem Gesundheitsbewusstsein, was sich auch gerade verändert? Na, ich meine, jetzt profitieren natürlich vor allem die Online-Produzenten und die werden auch gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Das ist keine Frage. Wir haben es ja auch gerade alle festgehalten, dass wir gesagt haben, dass die Kombination aus Online und Offline here to stay ist. Ja? Also das wird, glaube ich, bei allen großen Fitnessketten zukünftig ein kombiniertes Produkt sein. Jedenfalls das, was unsere Partner uns so erzählen, was sie vorhaben und woran sie auch glauben. Und das betrifft uns genauso. Auch wir glauben, dass die Kombination am Ende das sein wird, was die Kunden da draußen haben wollen und was auch die Zukunft ist. Ja, dass ich immer die Möglichkeit habe, ganz spontan zu entscheiden, mache ich eine Online-Class, also on demand, oder mache ich ein Livestreaming oder gehe ich heute ins Studio, um auch wieder meine Community zu haben, meinen direkten Kontakt zum Trainer. Diese Kombination wird bleiben, aber es eröffnen sich natürlich jetzt ganz neue Revenue-Streams eben im Online- und Live-Class-Bereich. Ich muss aber auch dem Oliver recht geben, da entsteht gerade wahnsinnig viel und nicht alles hat die Qualität, irgendwie am Ende auch zu bleiben. Das sehen wir auch tatsächlich. Ja. Wir haben in unseren Live-Classes von gar keinem Teilnehmer bis über 300 Teilnehmer, die nur von Urban Sports kommen. Ja, und dann haben wir immer noch die Teilnehmer, die direkt von den Studios kommen. Und da unterscheidet sich natürlich sehr, mit welcher Technologie dort gearbeitet wird und welche Qualität an Content die jeweiligen Nutzer dann auch zu sehen bekommen. Und da wird sich die Spreu vom Weizen natürlich nochmal mehr lichten, sobald die Studios jetzt dann auch wieder aufmachen. Weiß ich nicht, ob wir, Natalia, nur dich verloren haben oder generell die Verbindung. Ich sehe nur jetzt gerade, dass hier Reconnect steht. Sonst weiß ich uns. Nö, wir hören dich nicht. Wir sehen dich nur im Chat. Die Frage ist, hört uns der Rest? Hört uns der Rest noch oder ist nur Natalia weg? Alle anderen noch da, okay. Alle anderen noch da. Okay. Na, dann warten wir einfach, dass Natalia zurückkommt. Die ist wahrscheinlich gerade irgendwie vom Internet getrennt worden. Vielleicht ergänze ich sonst in der Zwischenzeit noch auf deine Anmerkung. Also, wir sind, also ich glaube, man muss auch ganz klar differenzieren im Endeffekt zwischen eben großen Ketten, die auch eine gewisse Art von Reichweite haben, und Einzelstudios oder Kleinstudios. Wenn man sich denn deutschsprachigen Markt und europäischen Markt anschaut, ist sehr, sehr fragmentiert und sehr viele sind ja in 1 bis 5 Studios, sage ich mal, organisiert. Natürlich gibt es eben große Ketten, wie eben mit Kit unter anderem beispielsweise. Aber der Großteil ist quasi in 1 bis 5 Studios eben. Und hier ist schon so ein bisschen die Frage, wie nutze ich eben die Live-Kurse? Und wir haben uns auch diese Frage gestellt, ich meine, wenn ich mir anschaue, wie Influencer, eine Pamela Reif beispielsweise, mit 1,5 Millionen Followern vor der Krise, mittlerweile mehr als 5 Millionen Follower, davon profitiert haben, dann bin ich mir sicher, dass egal wie stark wir uns anstrengen, wir kein Produkt, das ja in dem Fall sogar kostenlos ist, weil es jetzt anders monetarisiert, kein Produkt anbieten können, das wir monetarisieren, das auch noch besser als ihre, sage ich mal, Videos sind. Und ich glaube, die Attraktivität von dem Kombi-Angebot entsteht dann im Endeffekt, dass man eine Offline-Community hat, die einen Bezugspunkt hat. Und das haben wir schon sehr stark gesehen. Unsere Kunden wollen natürlich unsere Trainer in den Live-Videos sehen. Aber es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, Benjamin, dass du jetzt sagst, ich möchte einen Maikai-Coach in dem Live-Video sehen, weil du gar keinen Bezugspunkt zu uns hast. Und ich glaube, genauso muss man eben das online smart integrieren dann in sein Produktportfolio und eben wirklich überlegen, wie kann ich eigentlich aus der bestehenden Kundengruppe die vielleicht halt besser monetarisieren, respektive dieser Kundengruppe einfach ein besseres Nutzererlebnis anbieten. Und dahingehend wird live bei uns auf jeden Fall auch weiterhin Bestand haben. Natürlich, wenn wir offen haben, in einem geringeren Ausmaß als vorher. Und genau.
Sehe ich aber auch tatsächlich so, dass, bei den kleineren Studios wird es darum gehen, die Kundenbeziehungen auch aufrechtzuerhalten. Ja, wenn vielleicht der Kunde gerade mal nicht kommen kann, im Urlaub ist oder irgendwie verhindert ist, weil er kleine Kinder hat oder ein Schedule, der das nicht zulässt, direkt ins Studio zu kommen, aber eben die Betreuung und die Experience weiterhin aus einer Hand haben möchte. Ja, und weniger jetzt, dass, keine Ahnung, ein Hamburger Mitglied dann sagt so, ich lese jetzt irgendwie Maikai und dann will ich unbedingt genau das machen. Das kommt auch vor. Also wir haben schon viele tausend Nutzer gesehen, die neue Studios dann ausprobiert haben. Aber im ersten Schritt ist es tatsächlich so, dass die Leute versuchen, nochmal in denselben Studios zu trainieren, mit denselben Trainern, wie auch vorher. Ja. Ja, ich bin wieder da. Hört ihr mich alle? Ja, wir sehen und hören dich. Sehr gut. Was super interessieren würde, ist das Thema Zahlungsbereitschaft. Wir wissen, dass die in Amerika natürlich extrem hoch ist, zum Beispiel für Boutique-Fitness-Classes. Da zahlt man zum Teil 30 Dollar für eine Stunde Workout. Hier in Deutschland ist die Zahlungsbereitschaft eher niedriger. Was bedeuten diese ganzen Online-Angebote gerade für die Zahlungsbereitschaft? A, für Online-Kurse in Zukunft, wird es die überhaupt da sein? Und B, auch für Offline-Training. Was denkt ihr? Oliver, du hast die meiste Erfahrung im digitalen Bereich. Was glaubst du, ist die Zahlungsbereitschaft? Ja, also ich glaube, dass die Zahlungsbereitschaft ist das eine. Die Frage ist immer, was möchten wir erreichen? Also wir möchten tatsächlich erreichen, dass wir, es hört sich jetzt ein bisschen dumm an, wir haben aber auch eine etwas andere Ausgangssituation mit CyberRobics, weil wir sind ein Teil der ISG Group. Das heißt also, die CyberRobics ist nicht unser, also das B2C-Geschäft ist nicht unser Hauptgeschäft im Endeffekt. Wir sind komplett eingebunden in die ISG Group. Wir generieren natürlich auch Umsätze mit CyberRobics in der ISG Group. Wir sind im B2B-Bereich unterwegs mit 6.000 Studios weltweit. Wir sind auf Sky, wir sind bei Join, wir sind bei Magenta TV. Das sind ja alles Themen, wo wir quasi sehr verquickt sind und eine Art Plattformstrategie haben. Deshalb ist unsere Strategie nach draußen eher günstig an den Markt zu gehen. Das heißt, was wir mit CyberRobics machen möchten, wir möchten eigentlich, dass du eine ganz kleine Hürde hast, einzusteigen, dass du kein Equipment im Endeffekt dir anschaffen musst. Du musst dir keine Laufbahn anschaffen, keine Bikes, keine Hantelstangen und so weiter und so fort, sondern du kannst auch mit den Devices, die du zu Hause hast, deinem Web, deinem iPhone, deinem TV und wie auch immer, das einfach nutzen. Und deshalb, ich glaube, dass der ein oder andere, zum Beispiel Peloton, uns vormacht, dass man 34 Euro nehmen kann, sehr spitze Zielgruppe, ganz klar, aus meiner Sicht kein Massenprodukt. Und ich glaube, wenn du in die Masse gehen willst, musst du auf jeden Fall deutlich unter 10 Euro im Monat sein in einem Digitalprodukt. Und unsere Range ist im Endeffekt von 10 bis 5 Euro, je nachdem, wie lange du dabei bleibst. Und das ist im Endeffekt unsere Herangehensweise. Man kann sicherlich, je nachdem, in welche Zielgruppen man reingeht und wie man sich mit seiner Brand positioniert, auch höhere Umsätze generieren. Das ist allerdings an der Stelle nicht unser Ansatz, weil unser Ziel ist, möglichst viele Menschen mit Fitnesstraining zu erreichen. Ja. Daniel, ich habe eine Frage an dich. Du hast ja, ich glaube, 2 Fitnessstudios, oder? Ja, also das dritte ist zwar fertig, aber durfte noch nicht öffnen, krisenbedingt. Richtig. Ja. Und du hast mir auch im Gespräch letzte Woche erzählt, dass ihr auch einiges im Bereich Tech macht und versucht, euch viel mehr in diese Richtung auch zu bewegen. Kannst du uns ein bisschen davon berichten und erzählen, was ist aus deiner Sicht so das Minimum Viable Tech Setup, was jede Studiobesitzer eigentlich braucht? Muss ich vielleicht eine Ebene höher zuerst gehen? Also warum braucht man überhaupt Technologie? Wenn man jetzt versucht, wirklich den Massenmarkt zu adressieren, dann muss man natürlich ganz andere Zielgruppen ansprechen. Also wenn wir schauen, wer trainiert heute, dann ist das natürlich schon ein breiter Mix der aller Bevölkerungsgruppen, aber primär eher sportaffine. Wenn wir jetzt schauen, wie viele 80-Jährige sind in Studios, wie viele Krebspatienten sind in Studios, wie viele Diabetiker und so weiter, dann ist das einfach noch sehr gering. Also der Massenmarkt ist immer noch viel zu wenig im Studio. Und um den zu adressieren, brauche ich einfach ein Produkt, das sehr einfach ist. Also warum ist digital so schön? Ich muss nicht aufstehen, ich kann es von daheim machen, es kann jeder machen. Ich turne es quasi nach, es sieht keiner, wenn ich es falsch mache, ich schäme mich nicht. Die Hürden sind extrem gering. Im Studio hingegen ist es schon ganz anders. Gerätschaften, die ich vielleicht nicht kenne, andere Mitglieder, die vielleicht viel fitter ausschauen als ich und so weiter und so fort. Und wir nutzen im Endeffekt Technologie, um einfach wirklich auch Laien und Hobbysportler abzuholen. Von denen gibt es ja viel, viel mehr. Also wie gesagt, 90% sind nicht im Studio und die müssen wir ansprechen. Für die müssen wir es extrem einfach machen. Was bedeutet das?
ich muss gar nichts wissen über Fitness und trotzdem führt es zu Resultaten. Ich kann nicht von einem Breitensportler, von einem Massenmarkt verlangen, beschäftige dich arg mit Trainingswissenschaft, lies 5 Bücher und so weiter und so fort. Bei uns funktioniert alles so, alles ist connected, als Kunde habe ich im Endeffekt ein Band oder mein Mobile Device, alles erkennt mich automatisch, kennt mein Ziel, weiß, wie groß ich bin, wie lang meine Arme sind, wie stark ich bin, kennt meinen Trainingsplan. Ich muss mir das alles nicht merken, es periodisiert von alleine, es steigert die Gewichte von alleine und so weiter und so fort. Und so können wir durch Technologie einfach einen Trainingserfolg mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicherstellen. Und zum Schluss ist Trainingserfolg der Grund, warum man auch durchhält. Wir haben im Fitness das Riesenproblem, dass die Ziele im Spiegel sehr spät erst ersichtlich sind. Also der Spiegel gibt halt erst nach 3, 4, 5, 6 Monaten Feedback. Aber natürlich als Menschen sind wir so strukturiert, dass wir schnell eine Belohnung wollen. Also ich fange an, die meisten beginnen im Jänner und möchte gerne Ende Jänner schon Sixpack haben. Leider funktioniert der Körper nicht so. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Bei mir dauert schon sehr viele Jahre. Es ist immer noch nicht wirklich so, dass es passt. Aber wir müssen im Endeffekt das so strukturieren, dass der Kunde so schnell zu Erfolgen kommt oder auch Sachen sieht, Trainingsdaten, damit er eben am Ball bleibt. Und bei uns ist alles connected. Der Kunde hat seine Trainingsdaten für sich mit dabei am Handy, sieht, wie alt ist er, wird er jünger, wird er gerader, wird er fitter, was sind die gesundheitlichen Benefits, wie lange lebt er, länger im Schnitt und so weiter. Und auf der anderen Seite hat auch der Trainer alle Daten, um wirklich individuell betreuen zu können. Und diese Kombination stellt eben sicher, dass es für den Kunden zwar sehr einfach ist, trotzdem ist anstrengend und bringt aber sehr viel. Um deine Frage jetzt zu beantworten, was ist so ein Minimum Viable Product? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Wichtig eigentlich für die Studis ist, dass sie einfach die Reise Richtung Digitalisierung beginnen. Wie vorher erwähnt, ich war ja mehrere Jahre bei Ichim und habe mich mit da fast tausenden Studiobetreibern ausgetauscht. Und oftmals ist das Problem, dass man auf ein perfektes Setup wartet. Und das gibt es für Fitnessstudios noch nicht. Es gibt keine perfekt vernetzte Fläche, sondern ich muss einfach mal beginnen, mein Produkt zu verbessern. Wenn ich darauf warte, dass die perfekte Lösung da ist, dann werde ich in den Schritt Richtung Digitalisierung gehen. Und ich kann einfach empfehlen, einfach mal anfangen und das eben Schritt für Schritt nach vorne treiben. Das heißt, man kann festhalten, dass es für jeden eine andere Journey sein wird. Aber man muss auf jeden Fall Richtung Tech sich auch bewegen als Fitnessstudio-Anbieter. Auf jeden Fall, wenn man Richtung Massenmarkt gehen will. Also wenn man natürlich sagt, ich will weiterhin mit einer sehr spitzen Zielgruppe trainieren, die sehr trainingsaffin ist. Ich sage mal so, ein Arnold Schwarzenegger hatte kein Handy, hatte keinen Trainer und ist trotzdem relativ gut zurechtgekommen. Aber der ist halt nur, sage ich mal, kleiner Prozentsatz unserer Bevölkerung. Meine Mutter hingegen versteht sehr wenig von Fitness und nicht, weil sie es nicht will, sondern weil sie halt einfach kein Interesse dafür auch hat oder einfach halt auch schon ein bisschen älter ist. Und die muss ich halt ganz anders abholen eben als... Ja, Daniel, ich muss dich bitte kurz unterbrechen. Das würde mich trotzdem interessieren. Ich weiß, es ist vielleicht auch schwer zu beantworten, ist die Frage. Aber wenn ich ein Fitnessstudio-Anbieter wäre und ich weiß, ich muss was machen, aber eigentlich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was ist das erste, kleinste Ding, was jeder in Zukunft brauchen wird? Kann man sowas überhaupt sagen? Olli, was denkst du denn? Also ich glaube natürlich, dass du als Einzelbetreiber oder auch wenn du 2, 3 Studios hast, natürlich jetzt nicht deinen eigenen Streamingdienst aufbauen wirst. Und viele haben genug zu tun in ihrem Daily Business und wir wissen auch, dass das Businessleben in der Fitnessbranche auch nicht immer einfach ist. Also insofern ist es einfach gesagt, du musst dich jetzt digitalisieren. Aber es gibt da draußen wirklich auch gute White-Label-Anbieter, die dir wirklich eine schöne gelabelte App anbieten für kein großes Geld, wo du deine Leute dementsprechend, deine Mitglieder dementsprechend in deiner Marke halten kannst und denen ein Training für zu Hause anbieten kannst, das Training verlängern kannst. Ob das das Optimum ist, ist das eine, aber es ist ein Start und es ist im Endeffekt aus meiner Sicht ein schneller und einfacher Start. Und ich würde wahrscheinlich immer so starten. Und ich kann vielleicht eins sagen, Natalia, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, als ich beim allerersten Fitex Summit war vor 2 Jahren, du kannst dich damals erinnern, habe ich in der Schlange gestanden und ich bin seit 25 Jahren in der Branche und wenn ich zu solchen Events gehe, kenne ich in der Regel einige Menschen und ich habe nicht einen Menschen gesehen aus der Fitnessbranche, nicht einen einzigen. Und ich stand in der Schlange und habe mir gesagt, meine Güte, schau dir das an, die Leute, die nicht aus der Fitnessbranche kommen, die aus dem Tech-Bereich kommen, Benjamin, du zum Beispiel hast ja auch gerade gesagt, du bist jetzt in die Fitnessbranche gekommen, die schauen quasi auf die Fitnessbranche und schauen, okay, was kann ich hier mit Digitalisierung businesstechnisch machen? Und diejenigen, die seit Jahren diese Fitnessbranche im Endeffekt gestalten und damit groß geworden sind, die auch dahin gebracht haben, wo sie jetzt ist, die schlafen teilweise und jetzt kommt so eine Corona-Krise und alle werden auf einmal wach.
Ich bin froh, dass sie gekommen ist, weil, also nicht froh, dass die Corona-Krise gekommen ist, aber aus der Perspektive heraus, weil jetzt muss die Branche sich tatsächlich bewegen. Und ansonsten werden Leute extern der Branche kommen, wie es auch in anderen Industrien passiert ist, und werden uns ein bisschen die Butter von dem Brot nehmen und deshalb einfach anfangen. Und White-Label-Lösungen, um auf die Frage zurückzubekommen, gibt es wie Sand am Meer, und da sind welche dabei, die einen auf jeden Fall schon auf ein ganz anderes Niveau bringen, als wenn man gar nichts macht. Ja, ja. Danke. Ich möchte kurz eine Sache anknüpfen, weil ich sehe auch hier so Fragen nach künstlicher Intelligenz, und wir haben gerade hier gesprochen über Apps und wie die dann auch unterstützen können im Studios. Ich möchte noch mal kurz betonen, beim Digital Viable Product, wie viele Studios noch nicht mal einfach eine Studio-Software haben, die ihnen sagt, wie viele Leute sind wann, zu welcher Zeit in meinem Studio, was machen die eigentlich, welche Kurse nutzen die, wie hoch ist die Auslastung welcher Kurse. Also wenn wir von den Fitnessstudios reden, gibt es da eine sehr große Bandbreite, wie weit die sich mit Digitalisierung überhaupt auseinandersetzen und wie groß das Interesse oder die Berührungsängste auch gleichzeitig sind. Und ich denke, es fängt eigentlich erstmal damit an, dass ich über Software einen Überblick habe, was läuft in meinem Studio eigentlich gerade wie gut, bevor ich anfange, alle Mitglieder auf der Fläche zu connecten, und ich wirklich auf Daten basiert Business Development betreibe. Ja. Also da sehen wir jedenfalls noch sehr, sehr viel Bedarf. Wir sehen auch, wie viele Studios eben die Daten jetzt nutzen, die sie von uns dann bekommen, um ihre Kursauslastung zu optimieren oder überhaupt ihren Schedule zu optimieren. Und ich glaube, der Weg ist schon noch ein sehr weiter zu Studios wie jetzt bei MyKai oder so. Das ist für mich noch, das ist super modern, das ist super progressiv, ist aber eigentlich noch eine Ausnahme. Ja. Also da ist noch ein ziemlich, ziemlich weiter Weg für die allermeisten Studios dorthin. Ja, ja. Wir haben jetzt, ich sehe, wir haben 11 Fragen bereits im Chat. Ich würde jetzt mal langsam anfangen, die zu beantworten. Wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Wir starten einfach mit den Fragen, die am höchsten abgevotet sind. Also könnt gerne, wenn ihr euch dafür interessiert, einmal einen Upvote geben. Und die erste Frage, die ich gerade ganz oben sehe, ist, was können wir denn als Industrie tun, damit die Krise nicht über die Therapie und Impfung gesprochen wird, sondern auch grundsätzlich über das Thema langfristige Prävention? Wir wissen alle, Krafttraining richtig dosiert, stärkt das Immunsystem und so weiter, ist alles klar. Aber wie funktioniert dieser Shift von ich bin krank, oh mein Gott, bis langfristig Prävention ist gut? Also ich glaube, es ist nicht klar, dass im Endeffekt Training diese Effekte hat. Also ich sehe die Studios schon sehr stark oder uns in der Rolle, eben Education zu machen, weil eben noch viel zu wenig Menschen wissen, und das sind wirklich die positiven Effekte von Training. Und im Endeffekt fängt es bei uns selbst an mit einer Positionierung. Ich sage immer so, wenn ich mich auf die Straße gehe und rausschreie, wer möchte Fitness machen, dann wird eben die Reaktionsquote eben circa 10% sein. Wenn ich mich aber rausschreie und sage, wer von euch möchte Rückenschmerzen lösen, wer hat Verspannungen, wer möchte dünner werden, wer möchte besser schlafen, dann werden viel mehr Hände nach oben gehen. Und in diesem Sinne müssen wir uns halt auch viel mehr als Industrie, als Lösungsanbieter positionieren, um überhaupt, sage ich mal, diese Kommunikation und auch die Education dazu zu schaffen, um zu sagen, ich mache Fitness, wird uns nicht helfen, mehr Menschen anzusprechen. Ja. Nächste Frage. Wir wissen ja nicht, jetzt machen langsam die Gyms auf, wissen aber nicht, wie viele Leute tatsächlich nochmal zurückkommen. Was ist denn eure Erwartung bezüglich Return Rates bei Studios, wenn sie wieder alle öffnen dürfen? Sind das 30, 50 oder 80%? Das fragt der Marcel Frickert. Na, der DIFG hat gerade eine große Umfrage gemacht bei vielen Fitnessstudio-Mitgliedern, und ich habe tatsächlich die Ergebnisse auch noch nicht im Detail gesehen, aber was schon so durchgesickert ist, dass tatsächlich 75% noch sehr zögerlich sind, direkt wieder ins Studio zu gehen. Das heißt, wir erwarten auch, dass ja die Studios wieder öffnen. Oliver hat es ja vorhin gesagt, ja, die Krise ist nicht zu Ende, aber die Krise wird besser mit der Aussicht, dass die Studios überhaupt wieder öffnen und wir die Möglichkeit haben, die Leute wieder nun davon zu überzeugen, dass es doch sinnhaft ist, auch in die Studios öffnen. Bei dem Einhalten gewisser Hygienestandards dann auch wieder in die Studios zu gehen. Wir rechnen damit, dass sich das erstmal sehr langsam nur hochfahren wird und die Leute einfach abwarten, okay, kommt da jetzt nochmal ein Corona-Ausbruch oder reichen die Hygienemaßnahmen, die getroffen worden sind, um das Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber wir glauben eigentlich, dass es erst im September, Oktober
wieder wirklich mit mehr Zug in die Studios gehen wird, wenn bis dahin alles geordnet und ruhig verlaufen ist. Okay. Das sehen wir auch so, kann ich vielleicht von unserer Seite sagen. Wir haben die Erfahrung, wie gesagt, gemacht in Ungarn. Die haben als erstes aufgemacht, tatsächlich hat Ungarn die Fitnessstudios aufgemacht, ohne irgendwelche Regularien, die einzuhalten waren. Das war ganz spannend. Aber selbst da haben wir, und auch jetzt in den Studios, die wir schon aufgemacht haben, haben wir ungefähr 50% Zutritte im Vergleich zu vorher. Und wir glauben auch, dass das noch einige Monate so bleiben wird, ganz klar. Und wir glauben auch, dass das Thema Neumitgliedschaften ein Thema sein wird in den nächsten Monaten. Wir gehen davon aus, dass wir deutlich weniger Mitgliedschaften machen. Neumitgliedschaften und haben tatsächlich auch zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte seit über 20 Jahren eine Monatsmitgliedschaft eingeführt, quasi letzte Woche. Das heißt, du kannst jetzt in der ISG Group quasi einen Flex-Tarif machen. Der dauert einen Monat und verlängert sich immer einen Monat. Ähnlich wie das ja bei Urban Sports auch macht im Endeffekt, um ganz einfach da den Leuten zu sagen, hey, auch wenn ihr unsicher seid, ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen, ihr müsst jetzt nicht sofort für 12 Monate oder auch länger unterschreiben. Und ich kann euch noch nicht sagen, wie das jetzt gerade angelaufen ist. Wir haben das erst seit einer Woche, habt ihr tatsächlich auch die Zahlen jetzt nicht parat, aber wir versuchen halt darüber auch den Leuten ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, das ganze Thema Bindung ein bisschen kleiner zu schreiben, auch wenn das natürlich, wir wissen, auch Nachteile haben kann, logisch. Ja. Vielleicht eine Anmerkung dazu, das bringt mich wieder zu dem Positionierungspunkt. Viele Leute haben eben Unsicherheit und zeitgleich gibt es eben ein sehr großes Online-Angebot. Also natürlich stelle ich mir als Endkunde dann die Frage, unter Risiko, warum sollte ich nicht einfach das nutzen, was sowieso mehr oder weniger free zur Verfügung ist, wenn ich es aber als Studio eben schaffe, zu zeigen, dass ich eine differenzierte Leistung anbiete, die noch viel mehr als der reine Online-Content ist, dann kann ich dem natürlich ein bisschen entgegenwirken, aber wir gehen natürlich auch von einem stark reduzierten Neukundengeschäft aus, aber werden eben umso mehr in die Differenzierung jetzt investieren, um das einfach aufzuzeigen. Ja, super. Ich würde gerne zur nächsten Frage springen und die kommt vom Johannes. Johannes fragt, welche Studioprozesse oder auch Trainerdienstleistungen sich eurer Meinung nach nicht digitalisieren lassen? Ja, wir hatten es vorhin mal vom Thema Community. Ja. Also wir sehen schon einen sehr großen Bedarf, sich weiterhin auch im Studio vor Ort zu treffen, ja, und nicht jetzt alles nur noch aus dem Wohnzimmer herauszumachen. Wir haben auch gesehen, dass nicht das Online-Classes, also das konnten wir an unseren eigenen Mitgliedern auch sehen, nicht, einfach nicht für jeden das Richtige sind. Das heißt, es ist nicht so, dass alle jetzt zu Hause nur noch Sport machen wollen, sondern viele tatsächlich auch die Begegnung im Studio suchen und brauchen und sich auch nur so motivieren lassen. Deswegen wird das Thema online nicht das Studio ersetzen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ich denke, das Thema Community wird wesentlich größer. Natürlich wieder unterstützt, auch online durch Apps, aber dann auch gemeinsam Sport machen. Wir sehen auch viele Sportarten wie, was weiß ich, Bouldering beispielsweise, die sehr, sehr im Kommen sind und auch gerade da, weil das die soziale Komponente natürlich auch stärkt und dabei ist, weil ich das dann nicht nur für mich alleine mache, sondern auch eher den Kaffeebesuch ersetzt und dann man in der kleinen Gruppe gemeinsam Sport macht. Und dementsprechend, denke ich, wird das bleiben. Und wir sehen auch von unseren Mitgliedern aus den Mitgliederumfragen, dass dieser Bedarf weiterhin da ist und eher zunehmend ist. Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wie man Boulderin zu Hause machen kann. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Und die kommt von Alex Erstner. Und zwar, was denkt ihr, ist im digitalen Bereich der USP von Studios oder einzelnen Lehrer, die ihre eigenen Brands aufbauen? Also es geht hier um Livestreams oder On-Demand-Classes. Ja, ich glaube, die Technologie wird sehr entscheidend sein. Ja, also wir haben im Moment Live-Classes, da sehen wir einen Trainer, der macht das alleine vor dem Laptop. Und wir haben welche, da sind dann zwei Trainer, die sich abwechseln bei den Übungen. Da sind zwei Kameraleute und ein Techniker. Das ist natürlich ein sehr unterschiedliches Setup, aber das merke ich dann auch, als Zuschauer oder als Teilnehmer zu Hause, mit welcher Qualität das Ganze gestreamt wird. Und da wird sich auf jeden Fall nochmal die Spreu vom Weizen trennen. Der Alex ist ja selber auch in dem im Bereich unterwegs und glaube ich auch ein großer Fan von High Quality. Also da wird sich, glaube ich, noch sehr viel tun. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich die Herausforderung, dass die Live-Classes jetzt häufig zu Zeiten stattfinden, in denen das Studio regulär eigentlich genutzt wird für Trainings vor Ort. Oder der Trainer auch eigentlich beschäftigt ist, einen Kurs vor Ort zu geben. Und
da muss man einfach gucken, welche Hybridmodelle machen da in der Zukunft Sinn. Es wird sehr viel vom Trainer abhängen und auch nicht jeder Trainer ist eigentlich dafür geeignet, eine Live-Class zu machen, bei der wenig Resonanz direkt während dem Training bekommt, versus irgendwie im Trainingsraum dem einen oder anderen Hilfestellung zu bieten. Ja, da muss man gucken und da müssen die Studios auch Erfahrung sammeln, wen sie für welche Aktivitäten einsetzen, wenn sie sich für Livestreaming eben auch entscheiden. Sehr gut. Ich würde hier gerne auch gleich die Frage von Richard Schütze ansetzen. Und der fragt zwar, ob neue Technologien aus eurer Sicht einmal wie Tracking, Live-Tracking und so weiter einfach eine logische Weiterentwicklung von Kurzkonzepten ist. Also ich kann von mir aus sagen, ich habe gerade gestern mit dem Gründer von Rumble Boxing gesprochen. Das ist ein Boutique-Fitness-Konzept in USA. Also mehr oder weniger Party mit Boxing-Gefühl. Und die nutzen kein Tech. Allerdings, weil der auch sagte, auch wir wollen nicht, dass die Leute abgehalten werden vom echten Training. Auf der anderen Seite, Kurse wie oder Anbieter wie SoulCycle machen zum Beispiel Tracking vor Ort, zeigen es aber nicht. Und erst wenn du rausgehst, hast du so ein bisschen deine Stats gesehen und hast so ein bisschen Spaß dabei. Und es gibt natürlich auch ganz andere, die ganz alles nur mit Tracking, Live-Kursen machen. Und wenn die Leute halt irgendwie sich gerade ihre Pulsrate nicht sehen können, dann steigen sie aus, weil sie sagen, ja, ich sehe meinen Trainingseffekt ja nicht. Also solche gibt's ja auch. Was denkt ihr, wie kann Tracking und Tech mit Live-Kursen zusammen funktionieren? Prinzipiell gut. Ja. Wir haben ja auch Anbieter, die das schon machen. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist und dass es einen nochmal mehr motivieren kann, zu Hause dann Kurse zu machen und auch zu sehen, mit welchem Erfolg mache ich das eigentlich. Ja? Wenn ich schon keinen habe, der meine Haltung korrigiert, sage ich mal, was es natürlich auch gibt, aber ist jetzt wieder auch Nische der Nische, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, motivierend, wenn ich sehe, welchen Kalorien-Burn habe ich eigentlich diesmal erzielt, was macht meine Heartrate, gibt es vielleicht auch Gamification. Fit aus UK macht das ja auch beispielsweise. Also da gibt's ein paar spannende Modelle und ich glaube, da werden wir auch noch mehr sehen, weil das ist auch die Möglichkeit, sich von dem Free-Content zu unterscheiden, ja, und nicht einfach nur das, was ich bei YouTube dann habe, abzuspielen. Dementsprechend glaube ich, dass Gamification, Tracking Elemente sein werden, die wichtig sind, insbesondere im Paid-Bereich. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung. Also ich glaube vor allem, dass es für Live sogar noch wichtiger ist, weil eben die Komponenten Community und Betreuung wegfallen. Also das ist ja ein Teil des Fitnessangebots schon nicht da. Ja. Und wenn dann der Trainingserfolg auch noch nicht visibel ist, also auch wenn ich jetzt eine intensive Hit-Class mache, dann sehe ich ja danach nicht, also ich habe weder eine Muskelkater sofort, hoffentlich habe ich geschwitzt, aber das Ergebnis ist nicht visibel. Und wenn ich dann einfach deshalb mehrfach diese Erfahrung habe, das wäre wie ein Fußballspiel, das immer 0-0 ausgeht, das wäre super langweilig, wird sich auch keiner anschauen. Dementsprechend glaube ich, das vor allem für Live-Classes eine gewisse Form von Tracking und Darstellung des Getanen extrem wichtig ist sogar. Finde ich sehr guter Punkt und hier passt auch sehr gut die Frage von Marc Halschka dazu. Der würde zwar nämlich gern den Unterschied zwischen Online-Live-Training verstehen und Videos quasi on-demand aus der Konserve sozusagen. Olli, ich glaube, da hast du die meiste Erfahrung mit, oder? Ja, das ist, bin ich tatsächlich sogar auch hier im Team teilweise gefragt worden, im Unternehmen gesagt, hey, wir haben diese Videos, warum Livestreaming? Das ist insofern eigentlich fast ganz einfach zu beantworten. Es ist quasi, wir merken, es ist eine gewisse Magie da, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nicht alleine trainierst. Also das ist mal das eine, das ist natürlich jetzt sehr schwammig. Das musst du natürlich auch visible machen. Momentan haben wir natürlich alle das Problem, dass wir Livestreaming ohne Teilnehmer haben. Unser Ansatz ist vom Grundsatz so, dass du immer Teilnehmer im Raum hast. Das heißt also, wir streamen tatsächlich eine Class mit richtigen Teilnehmern dabei. Das haben wir momentan an der Stelle nicht. Was du allerdings tun musst, oder was unser Ansatz ist, vielleicht derjenige, der es schon mal gesehen hat, wir haben ja nicht in Anführungsstrichen nur die Kamera jetzt in den normalen Kursraum reingehalten, sondern wir versuchen ja auch, das, was wir mit unseren On-Demand-Workouts auch gemacht haben, eine gewisse Experience zu kreieren. Da sind wir noch nicht am Ende, da sind wir auch aus meiner Sicht auch das MVP gerade auf der Bühne. Aber bei uns hast du eine große LED-Wolle im Hintergrund mit einer Lightshow, Lightseiten. Und kurzes Beispiel, wir machen Folgendes. Wenn du zum Beispiel jede Woche Mittwoch um 18 Uhr den Burn-Kurs machst mit Caro, dann ist es nicht immer der gleiche Kurs, weil wir haben vier Komponenten, die wir quasi variieren können. Der Trainer macht im gleichen Kurs immer andere immer andere Übungen. Klar, der sagt natürlich auch immer was anderes, logisch. Aber wir haben auch komplett anderes Setting in Form von der Wall, Licht und Musik.
Das heißt also, du machst jede Woche das gleiche Training, aber es ist jede Woche eine komplett unterschiedliche Experience mit dem gleichen Trainingsziel. Und das hast du, wenn du unser Booty Booster On-Demand-Workout machst, nicht. Also wenn du das 20 Mal gemacht hast, sprichst du im Endeffekt mit und siehst die Vögel im Hintergrund vorbeifliegen. Und das ist ein ganz klein wenig der Unterschied. Und wir merken bei uns auch, dass du Leute hast, die Fitnessvideos lieben. Wir merken aber, dass der absolut größte Hype momentan in Richtung Livestreaming geht. Und der nächste Schritt ist natürlich das Thema Interaktion. Ich nehme das ganze Thema Tracking, würde ich weniger sehen bei Live, um selbst deine Performance zu tracken. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt im positiven Sinne, aber wir werden in Zukunft Tracking nutzen, um die Interaktion zwischen Trainer und User und User und User einfach sexy zu machen. Das ist aus unserer Sicht der nächste große Benefit zum Thema Video. Ja. Ich glaube, Olli hat eine sehr gute Sache gesagt, im Endeffekt, die Experience ist das, was man monetarisieren kann. Ich glaube, es ist einfach ein Video, das ich mir eben beliebig oft die Wiederholung anschauen kann, wird dauerhaft schwer zu monetarisieren sein, aber eben ein Trainer, der einfach eine geile Erfahrung unter Anführungsstrichen schafft, wo es auch Spaß macht, wo es eben vielleicht spezielle Komponenten gibt, dafür bin ich wahrscheinlich auch bereit zu zahlen. Wir haben es nur kostenlos angeboten und wir haben gesehen, dass wenn eine Live-Session ein spezielles Format hat, wir hatten eine Game Night, wo du halt einfach, da wird gewürfelt und dann musst du unterschiedliche Übungen machen mit unterschiedlichen Anzahl Wiederholungen. Also immer wenn es irgendwie ein Thema oder ein Format gab, dann ist es viel, sag ich mal, stärker nachgefragt worden als einfach Live-Session zu Apps. Das war quasi viel zu langweilig. Also eben spezielle Formate sind sehr stark nachgefragt worden. Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Schlusssatz auch. Wir sehen, dass das Thema Experience nicht weggedacht werden kann, auch durch Technologien nicht. Und wir werden in Zukunft auch die Mischung aus beiden sehen, wobei die Leute wahrscheinlich auch eher bereit wären, mehr für Experiences auszugeben, als für Produkte, die als Commodity, was jeder abrufen kann, ins Netz gestellt werden. Gut, ihr Lieben, ich danke euch vielmals für diese schöne Session, für eure Zeit. Wir haben noch ganz viele Fragen, die wir leider nicht beantworten konnten, aus Zeitgründen. Liebe Community, wenn ihr sagt, was euch noch helfen könnte, damit wir den Wert für euch weiter erhöhen, bitte schreibt Kommentare oder schreibt mir einfach mal direkt auf LinkedIn. Liebe Experten, was sagt ihr, werdet ihr euch Zeit nehmen können, um ein paar Fragen nochmal zusätzlich vielleicht schriftlich zu beantworten, die wir dann alle rausschicken können? Wäre das in eurem Timescope sozusagen, wäre es für euch möglich? Klar, wenn du irgendwie was sammelst oder an uns weiterleitest. Ja. Sehr gerne. Ich werde ein paar Fragen, die ihr hier gestellt habt, sammeln. Ich werde es euch weiterleiten und wir werden es auch demnächst verkünden, wahrscheinlich über Newsletter und euch informieren. Also danke euch nochmal vielen Dank für eure Zeit. Das hat Spaß gemacht, trotz den ganzen technischen Problemen und Kämpfen, die Leute. Ja, hat auch gut geklappt. Wir haben es geschafft. Tech hat doch gewonnen und wir sehen uns bald wieder. Danke euch, habt einen schönen Tag. Danke dir, Natalia. Danke euch. Danke. Danke euch da draußen. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.